Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Altipack 3. Ja, und da sind wir wieder nach einer, ja, kleinen Zeit, für mich zumindest, weil da die Folgen ja alle 4 Tage nur kommen jeweils von Innovative Reality und Altipack 3, ist das ein wenig Zeit vergangen, wie man auch links oben sehen kann. Day 56, ja, die sagen auch 56 im Englischen. 56 passt ja hier. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal, was bei der letzten Aufnahme die Tageszeit war. Bestimmt abends. Oh, jetzt reicht's mal mit den dämlichen Sprüchen. Ich habe lustige Wolken reingemacht und das sieht richtig atmosphärisch aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, hier komme ich natürlich nicht hoch. Gefällt mir sehr gut mit den Dramatic Skies. Das ist jetzt die aktuelle Zusammenstellung. Ich habe jetzt auch das Soundpack, habe ich jetzt mal bei mir aktualisiert. Es kommt bald auch zum Download. Da gibt's lustige Sachen und ja, das hört man hier schon. Und hier habe ich einiges gemacht, also das wird erstmal, nachdem wir erstmal ratzen gehen. Hier habe ich Fässer aufgestellt für viele Items, wie man hier schon sieht. Wir haben 11 Stacks Cobblestone, 17 Stacks Erde, Ethereum haben wir auch 12 Stacks. Gravel haben wir nicht so viel, aber habe ich trotzdem mal gemacht. Und Apatit haben wir auch 8 Stacks, die habe ich dann einmal gefunden. Ansonsten relativ viel noch gesammelt, einfach nur Minenzeug. Nichts Wichtiges wirklich. Die Barrels waren eigentlich so das Innovativste, was ich gemacht habe. Hier die Kisten und man sieht hier blöckeweise neue Items und so weiter, also was Ressourcen angeht. Erze habe ich ordentlich gescheffelt. Hier auch so ein bisschen nebulöses Herz, Zombieherz und ordentlich Strings habe ich gesammelt. Die Kirche war nämlich böse. Die Kirche hat nämlich Spawner unten drunter. Und wir können mal unten im Keller gucken, da habe ich nämlich jetzt hier den Boden mal ein bisschen gemacht. Es wird einfach so eine steinlastige Basis, so wie Direwolf 20 es gerne auch macht. Nicht so wirklich in dem Design, in diesem geschmacklosen, sondern dann doch eher so ein bisschen wieder mit Räumen und so weiter. Hier ist übrigens unsere Leiter, die nach unten führt. Da wollte ich ja noch machen, dass man da irgendwie reingehen kann. Hier kommt ja noch eine Wand rein. Hier, das ist ja aus Diorit. Ich hätte niemals gedacht, dass Diorit dann doch mal so relativ annehmbar ist. Das da vorne ist aus Marble und das war viel weniger auffindbar von Chisel. Deswegen musste ich da ordentlich nachsuchen, aber es sieht sehr schön aus. Die White Bricks hier, die Big Tiles hier und dann hier Arrayed Bricks. Gut, eine Decke fehlt immer noch. Hier ist mit dem Celtic, gefällt mir gut als Abgrenzung. Hier kommen noch schöne Türen rein. Vielleicht hole ich mir noch mal diese Stores drauf, das wäre eigentlich schon ganz lustig. Jo, hier ist der Portal logischerweise. Immer noch sein Platz. Und das waren eigentlich die Sachen im Haus. Ich habe das, die Kamima ausgeschlagen, der dann doch genervt mit dem Soundpack. Weil der Store ein bisschen zu laut. Und ansonsten hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich habe eigentlich viel Erze geholt. Habe im Nether noch ein paar Erze geholt, wie man hier sieht. Und ist hier noch was drin? Ich glaube nicht. Nee. Was ich jetzt erstmal machen wollte, ist verschiedene Kleinigkeiten, die ich sonst aber mit euch nur machen wollte. Übrigens, wenn ihr Innovative Reality nicht guckt und weil ihr denkt, das machen wir eh nur spackige Scheiße und kommen nicht voran, ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so wie in so ein paar Teilen dazwischen. Wir gehen ja wirklich jetzt back to the roots und da machen wir auch, eigentlich spielen wir da grundsätzlich vor allem mit neuen Mods und so weiter. Darum geht es dann in EA5 aktuell. Also wenn ihr da mal Lust drauf hättet, überschneidet sich nicht, keine Sorge. Wir haben, die Mods sind ziemlich unterschiedlich. Also wir haben kaum überschneidende Mods hier in Altipack 3 und EA5. Und ist halt mit Merlin deswegen immer ganz anders. Deswegen könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr da Lust dran hättet. Weil es ist auf jeden Fall nicht nur Schwackigkeit und wir kommen zu nichts, sondern wir machen wirklich neue lustige Mods, spielen wir an und doch, macht auf jeden Fall Spaß. Ich hatte hier ein Pferd gezähmt mit 4 extra Herzen, das war ziemlich gut. Was ist das hier? Das war das hier. Wunderbar, das habe ich auch schon gezähmt. Also rauf mit dem Sattel und das wollte ich dann auf jeden Fall, dass wir das mal gemeinsam holen. Boah, ist das schnell, holy shit. Kann es nicht hier durch? Als ob das nicht geht? Oh doch, es geht. Aber das Gegenteil von gut. Oh, hallo. Die haben sich auch wieder rausgetraut. Können wir hier durch? What the fuck? Okay, scheint irgendwie zu klappen. Ist jetzt nicht das Schönste, wir müssen mal einen Stall dafür machen. Aber erstmal läuft das Pferd hier drin. Das können wir dann immer nehmen für so Kurzstreckenreisen. Weil das ist echt extrem schnell, ist das. Sehr lustig. Müssen wir uns auch noch einen Namen für überlegen. Wenn ihr Vorschläge für einen Namen habt, dann könnt ihr das gerne posten. Ja, und ich würde mir gerne ja eigentlich... Oh ja, die Skystone-Chest habe ich euch angesprochen. Ich war Meteoriten suchen, das kann ich euch sagen. Ich war in dem hier, ich war in dem hier. Eigentlich in allem, was man hier sieht. In dem hier war ich nicht, weil der hat sich nur aufgebaut. In dem hier war ich...
Das waren eigentlich alle, nur drei waren das, ne? Das scheinen nur drei gewesen zu sein. Wenn ich hier nicht etwas Offensichtliches übersehe. Ne, ich glaube, das waren wirklich nur drei. Und da habe ich alle nötigen Presses gefunden, um mit Applied Energistics anzufangen. Denn Applied Energistics ist leider dann doch ein bisschen besser als Logistics Vibes. Nicht vom Craft her, keineswegs. Aber danach mit dem Wireless Crafting Terminal. Bruce allmächtig ist man, auf jeden Fall. Ohne Bruce vielleicht, aber allmächtig ist man damit schon. Ja, wir brauchen ja von dem allen in den Pressen. Die brauchen dann nachher alle zum Craften. Ich denke mal, da fangen wir dann eigentlich schon mit an. So viel Voodoo-Magie habe ich jetzt gar nicht gemacht in der Welt, leider. Naja gut, das meiste wollten wir ja in der Folge machen. Das Pferd haben wir jetzt geholt. Verzauberungstisch hätte ich gerne gemacht. Das können wir uns hier reinstellen. Aber es fehlt der Lohnstaub und ich konnte noch keine Festung finden. Aber ich habe auch nicht so wirklich intensiv nachgesucht. Das wächst gar nicht hier. Die Enderlily, die steht schon seit Ewigkeiten da. Und kein Stück gewachsen. Vorher stand die hier unter dem Dach. Ich dachte mir, vielleicht braucht es Sonnenlicht oder so. Vielleicht braucht es auch Dunkelheit. Ich weiß es nicht ganz genau. Gut, Updates von Mods gab es auch reichlich. Aber das sieht man nicht sofort. Auf jeden Fall stabil sollte es sein. Ja, gut, okay. Eigentlich alles abgehandelt, was ich jetzt thematisch besprechen wollte. Können wir hier mal reintun. Was ist hier mit der lauten Musik heute? Facing the Wind. Das klingt doch schön. Gut. Ja, dann fangen wir am besten mal an. Wir brauchen als erste Maschine erstmal den guten Inscriber von Applied Energistics. Gut, 5 Eisen sollten wir mit klarkommen. Ich denke mal, wir nehmen uns dann direkt auch den ganzen Stack, den wir kriegen können, weil wir eh mehr davon brauchen. Klebrige Kolben. Ich glaube, wir haben 2 Slimeballs, oder? Ja. Holy crap. Ja, bestimmt. Ach, da. One with cheese. One with cheese. Oh ja, Raw Jellyfish, das ist natürlich auch gut. Eieiei, boah, hätten wir die nicht gehabt, hätten wir... Ja, Industrial-Kraftbäume. Ich weiß doch nicht, wo die sind. Oh Gott, da haben wir jetzt richtig Glück. Dumme Scheiße. Oh, Volker Rosin. Den gibt's ja auch. Lustig, aber ich hoffe, er sinkt nicht. Ja, hier diese ekelhaften Slimeballs. Teer. Oh Gott, Fracture, da gibt's, ja, die neuen Maschinen, die kenne ich überhaupt nicht. Gut, Pistons, man kennt es, U-Mob Piston. Dann hier einen Stack mal rausnehmen, dann Rotstein, Flieg und Sieg, da habe ich auch noch ein bisschen was gesammelt. Das können wir, ach ja, ich habe ja Toast auch gemacht, wir spielen es übrigens immer auf einfach, weil das wir uns jetzt leisten können vom Essen her. 2 Stück bitte. Dankeschön, und dann können wir, oh, endlich... Fangen wir mal an mit dem Lagerungssystem. Das mit den Kisten, das hat mich langsam in den Wahnsinn getrieben mit dem Management. Ich musste ja hier schon Blöcke draus machen, sonst war das echt unmöglich, das alles rein zu passen. Und ich meine, man kann sonst mit Truhen hier voll rammeln. Aber ist nicht so schön und man kommt auch echt durcheinander. Ja, ein Fluid Crystal, man kennt es. Noch ein Charge Certus Quartz, ein Nether Quartz und ein Redstone in einen Puddle. Redstone haben wir. Wir haben auch einen Charge Certus Quartz. Vielleicht reicht ja einer. Und einen Kneterwarz. Den tun wir da auch mal in unser Inventar. Na, die brauchen wir nicht mehr. So. Den Bogen, den wollte ich eigentlich entzaubern. Ja, alles Bullshit. So, okay. Oh, Herr DK Musik. Ja, sehr schön. Den wollte ich entzaubern, aber wir haben ja leider keinen Lohnstaub. Gut, da würde ich sagen. Blutz, Blutz. Okay. Yay. Unnatural. Krass. Richtig unnatürlich finde ich das. Ja, das stimmt schon. Sehr schön. Haben wir unsere Fluix-Crystals. Aber mir gefällt das Ingame-Info, wo das da links unten das schön anzeigt. Es fehlt nur noch, dass er anzeigt, wenn man Items aufhebt, wie viel das sind. Das konnte... COF Hardcore konnte das in 1.6. Das weiß ich noch. Das war lustig. Gut. Inscriber ist fertig. Jawohl. Braucht der Strom? Der brauchte noch nicht mehr Strom, oder? Doch, der braucht... Nee, oder? Nee, Kilo RF, okay. Irgendwie dachte ich, der bräuchte keinen Strom. Den tun wir jetzt erstmal... Ja, hier habe ich ein bisschen aufgebaut, damit man hier immer so ein bisschen gucken kann, wenn man nochmal da dran muss. Holy shit. Okay, würde ich sagen, erstmal so. Genau, und kriegt seine 3 Kilo RF. Gut. Ja, jetzt fangen wir erstmal an. Wir brauchen keinen Controller. Wir brauchen eigentlich erstmal das Terminal... Das ME-Crafting-Terminal, das ist eigentlich relativ wichtig. Und ansonsten würde ich das gerne logistisch mit Storage-Bus...
mit Storage-Spaßen machen und den Multi-Page-Chests, weil uns bleibt ja nichts übrig eigentlich. Wir werden uns dann auch mit Drives beschäftigen tatsächlich, also mit den Festplatten, wie man es kennt, weil man die auch anpflanzen kann. Da gehen wir auch bald das können wir auch machen, in die Dimensional Farming Penis World. Da können wir auch mal gucken. Oh, gut. Schön. Ja, dann würden wir mal sagen, erstmal, gut, ein Crafted Table kriegen wir wohl hin. Das ist auch relativ einfach. Erstmal den Illuminati-Panel. Quarzglas. Muss das Quite Clear Glass sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann doch alles sein, ne? Weil Ender.io hat ja mit Applied Energistics nichts zu tun. Ich bin mir sicher, das geht mit allem. Gut, wir brauchen auf jeden Fall ein wenig Dust. Das 2 hoffentlich. Ne, hoffentlich nicht. Was ein Scheiß. Wo gucke ich? Hier müsste es wenn dann sein. Wir haben 3 Stück davon. Also heißt es auch, dass wir den Grindstone brauchen. Den guten alten Grindstone mit einem Woodgear. Tesla Core Lip. Was ein Schwachsinn. Was wäre, wenn das nicht drauf wäre? Da hätten wir gar kein Holzgear. What the fuck? Was wäre denn dann? Tesla Core Lip ist ja nur wegen Mac-Farm drauf. Interessant, wie das alles hier abhängig ist. Wir haben noch 2, genau, wir haben noch 2, aber das reicht nicht. Wie war das? Was war mit Holz? Achso, das war ganz seltsam. Ja, okay, machen wir uns das mal. Ja, ich nehme bestimmt Charged. Was ist denn da verkehrt jetzt? Ach, es muss Stone sein. Oh, Mann. Ja, gut, dass er die chiselten Varianten anzeigt. Was ein Scheiß. Das ist auch so dämlich. Ich glaube, das kann man irgendwie abstellen, dass er das zeigt, weil das ist richtig nervig eigentlich. Also braucht man auch nie. Okay, wir haben jetzt den Händel braucht man noch, ne? Der hieß nicht Händel, ist der Crack? Irgendwie erinnert mich das an Crack. Drogen. Wie heißt denn dieser Scheiß? Das vergesse ich jedes Mal. Wie dieser Crank, nicht Crack. Oh, ich bin auch ein Held, muss ich sagen. Aber wann war es das letzte Mal, als ich den gemacht habe? Holy shit. Das könnte irgendwie so ein Monster... Ne, Monstermann, habe ich das überhaupt gemacht da? Auf jeden Fall nicht in der Folge. Auf jeden Fall Ewigkeiten her. Oder Glow 1 oder so. Ich weiß es nicht. Den können wir uns auf jeden Fall erstmal hier hinstellen. Für simple Tasks, wie zum Beispiel den Quarzstaub zermalmen. Dann würde ich sagen, bevor die bösen Monsterlines wieder reinkommen. Die zum Glück da eigentlich gar nicht reinkommen können, weil die da hinter Schloss und Riegel sind. Außer die spawnen hier auf der Grünfläche. Wir wollten Sir das Quarz, genau. Ich gucke immer den falschen. Wie viel geben die? Einer gibt einen. Ein Water-Powered Crusher. Gibt er jetzt hier? Okay, einer gibt einen. Okay, dann müssen wir da zwei Crystals reinhauen. Okay, und cranken. Wooden Crack, ich bin auch einer. Ja, ja. Hölzerne Drogen. Oh ja, fertig. Schön. Gut, dann hätten wir das. 5 Certus Squads Dust. Genau. Illuminati Panel. Und ich glaube, das können wir doch jetzt mit Glas jetzt einfach machen. Ich hoffe doch, dass nie so ein scheiß Clearglas sein muss oder so. Ja, die Folge ist ja ganz klein. Deswegen machen wir da vielleicht noch ein bisschen Overtime. Ja, es geht. Quarzglas. Sehr schön. Ich hätte auch sonst normales Quarz genommen, aber wir hatten schon davon was. Glowstone fehlt. Ich habe extra noch ein bisschen gesammelt. Deswegen kein Problem. 3 Illuminated Panel. Ja, gut, das sind 2 zu viel, aber was soll's. Genau, wir haben das Illuminated Panel gemacht und können das... Dark? Ne, ist ein normaler. Deswegen, wir wollen auch kein Dark. Das ist ja Schwachsinn. Dann brauchen wir 2 Formation Core und dafür brauchen wir Fluix Dust. Und dafür müssen wir noch mehr machen. Logic Processor. Vielleicht sollten wir den auch erstmal machen. Den brauchen wir dafür, dann kriegen wir schon direkt 2. Aber wir brauchen von Logic Processors brauchen wir auch 2. Also 2-mal mit der Inscriber Logic Press. Gold, 2 Stück. Das müssen wir erstmal ins Auge fassen, damit wir diese Teile auch schnell gecraftet bekommen. Hier rein, der Werte her. Dann hier oben rein und gib ihm... Kann man da nicht 2 reinlegen? Ich glaube nicht, ne? Erstmal die Printed Logic Circuit. Na, noch nicht sind wir da. Und damit Redstone und Printed Silicon. Inscriber Silicon Press. Die brauchen wir auch. Und wir haben tatsächlich Silicon, dank Galacticraft. Gut, dass wir das schon genutzt haben hier. Ja, perfekt, Raw Silicon. Und wir brauchen dann die Silicon Press. Die brauchen wir dann auch wieder 2-mal.
Damit wir da Printed Silicon haben, raus damit, die können wir zusammenlegen, das brauchen wir nicht mehr und rein damit. Da geht's ab, oh ja, es läuft so schön, jetzt gefällt mir die 1.10-Technik, muss ich sagen, aber es brauchte eine Zeit. Man konnte es, also vor einem halben Jahr hätte ich sowas nicht anfangen können, nee, letztes Jahr so im Herbst oder so, wäre noch doof gewesen. Also jetzt bin ich schon zufrieden, dass man jetzt so einige Sachen dann doch anfangen kann. Die Thermal Mods waren natürlich auch ziemlich wichtig für die ganze Sache. Gut, die beiden jetzt zusammen. Also deswegen, aber man kann es auch nicht austauschen. Ah, man kann auch nicht vor allem nicht zwei reinlegen, ja. Gut, und das dann einfach mit Redstone. Yay! Magie passiert. Oh ja. Schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, muss ich sagen. Und, genau, dafür brauchen wir das. Und dann für den Formation Coil. Da brauchen wir Certus und zweimal Fluix. Das, wofür wir dann wieder... Dick und Doof. Ich bin ziemlich sicher, dass Dick und Doof jetzt mittlerweile gesperrt wird. Davon ein... Was war das? Das war ein Höhengeräusch, glaube ich. Holy shit. Das ist vom BD-Craft Soundpack, glaube ich. Das ist ziemlich abnormal. Die Höhengeräusche, die habe ich jetzt übernommen und halt auch meine eigenen hinzugefügt. Ja. Zack, zack, zack. War das nicht so? Charged. Ich bin noch einer. Das ist ja normaler Certus-Quarz. Moin. Oh, der kann uns zugucken. Ey. Guten Tag, Herr... Was ein Spaß. Tschüss. Oh, hier unten können wir übrigens atmen. Das ist richtig dämlich. Hep. Ziemlich dämlich, ja. Was ein Scheiß. Ja. Mal wieder nach oben. Diese Reliquary-Sachen sind ziemlich praktisch von den Mobs. Die brauchen wir auch tatsächlich, wenn wir mal diese magischen Sachen machen wollen. Aber die können echt praktisch sein. Dieser Flugstab zum Beispiel braucht nur Federn als Treibstoff. Wenn wir da mal eine Hühnerfarm machen, dann haben wir das auch unendlich. Also es geht hier vieles als lustige Farm hier zu machen. Also deswegen sollten wir uns da auch viel drum kümmern, dass wir hier das mal in so automatischen Farmen hier alles uns auslassen, sobald es uns die Zeit halt erlaubt. Ja genau, wir brauchen hier zwei Fluix hier drin, weil wir das brauchen. Warte mal, nicht, dass ich zu viel mache. Wir brauchen hier erstmal nur einen, deswegen weg damit. Also, wir können immer noch mehr machen. Okay, jetzt hier ist Schluss. Gut, für den guten Formation Core. Die haben wir ja fertig. Für den Formation Core brauchen wir einen... Oder Quarz können wir auch einfach nehmen. Ich finde, Quarz findet man so viel. Quarz, ein Logic und den Flux Dust. Okay. Haben wir eigentlich alles da. Wir haben den Quarz auch weggepackt. Deswegen noch einen nehmen und what the fuck? Da war doch gerade Quarz. 1000%ig war da gerade Quarz. Da war doch gerade 1000%ig Quarz. Wollen mich verscheißen? Oder ist wieder einer meiner typischen Aufnahmefails? Naja, egal. Mir doch auch ey, scheißegal jetzt. So, Formation Core. Schön. So. Missing Items. Ach. Na, sollte man noch drauf achten. Tolle Texturen. Okay, denselben Scheiß nochmal. Mach denselben Scheiß nochmal. Wir brauchen dann wieder ein Silicon, ein Gold und noch ein Staub tatsächlich, ja. Gut, dass wir noch alles da haben. Eine Silicon Press und gib ihm. Dann können wir hier nochmal einen Flusskristall reinhauen. Annihilation Core brauchen wir natürlich auch. Logisch, aber auch. Okay. So, der hier ist fertig. Printed Silicon. Dann den Goldscheiß da rein. Redstone haben wir auch noch. Das ist immer angenehme Musik hier. Kevin MacLeod, Living Voyage. Das ist mal schöne Musik. Da, Logic Processor, ja. Und wir brauchen den Supercore. Wo wir eigentlich den gleichen Scheiß nochmal brauchen. Haben wir dafür alles zusammen? Ich glaube schon. Da ging... Klar geht da Netherquarz. Ach da, oh Mann, Alter. Ich sollte ein wenig... Ja, so ist das.
So ist das, wenn man nicht täglich aufnimmt. Ich habe bei Alt Effect 2 habe ich fast täglich aufgenommen. Und hier kommt man dann doch tatsächlich raus. Alt Effect 2, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber man achtet auf die Sachen nicht und ich bin auch ziemlich aus der Übung gekommen. Also man muss auch dazu sagen, ich spiele sonst auch kein Minecraft so privat oder habe diese ganze Technik in 1.10 auch noch gar nicht gemacht. Das ist alles neu jetzt für mich. Da kann es mal sein, dass man komplett failt. Aber wir kommen früher oder später im E-Terminal, genau. Wir kommen früher oder später kommen wir zum gewünschten Ziel. Oh nein, es muss ein Pior sein. Inscriber Calculation Press. Genau, da haben wir sogar zwei von. Ja, wir brauchen hier natürlich den wundergeilen Pior. Drop a Surtur Quartz Seed made from Surtur Quartz Dust and Sand into a puddle of water. Ist der Surtur? Genau der hier. Sand und Surtur Quartz Dust. Okay, also dann doch wieder hier einen rausholen. Sand haben wir nicht als Dingens, sondern machen wir mal so. Gut, und den machen wir uns dann einfach zweimal und das muss man dann einfach in einem Puddle of Water und arschlange warten, man kennt es ja. Ja. This item won't despawn, zum Glück mit Bindestrich geschrieben, sonst hätte ich es nicht verstanden. Jo, ME-Chest, die macht auch bestimmt jeder. Oh Mann. Okay, wir sind ja fast sogar fertig mit dem Terminal. Ja, gut, okay, Workbench ist klar. Silicon können wir machen. Und dann brauchen wir halt den Pure Surtur Quartz, den wir natürlich noch nicht haben, wie auch. Redstone haben wir, Silicon können wir uns auch noch herstellen. Das einfach in ein Puddle of Water. Werfen wir da mal draußen hin. Wir haben ja zum Glück auch keine Lag-Plugins, wie auch, die halt das Item despawnen lassen würden, wie auf einem Computer-Server. Beim zweiten war das so. Ja, deswegen einfach jetzt wachsen lassen. Gut, dann ratzen wir mal, machen das gerade aus Printed Silicon und ich denke mal, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit der ganzen Applied Logistics Crafterei, weil wir jetzt eh warten müssen, bis der ganze Kack fertig ist. Aber wir haben die Presses wieder zurückgeworfen. Und ein Raw Silicon hätte ich gerne. Dankeschön, das können wir uns dann nachher mit Mechanism auch herstellen. Ich will wieder mit Mechanism anfangen. Jetzt haben wir immer mit Industrial Craft angefangen, jetzt fangen wir immer mit Mechanism an. Ja, wie sich das Ganze hier ändert, sehr lustig. Damals in 1.6 immer Industrial Craft. Aber, naja, ist die Richtung von Industrial Craft, die wird immer abstruser und immer mehr Gregtech-mäßiger und irgendwann stirbt das Ganze ganz aus. Gut, Silicon haben wir, da sind wir fast beim Crafting-Terminal, da brauchen wir eigentlich nur noch Storage-Buses. Die normalen ME-Kabel, warum ich immer Kabel sagen will, ich weiß es auch nicht. Klingt irgendwie richtiger. Schon mal einen Crafting-Tisch machen. Perfekt. Crafting-Table. Dann fehlt wirklich nur noch der Pure Surtur Quartz Crystal. Und dann haben wir schon das Crafting-Terminal. Das ist ja richtig oberhammerkrass. Ja. Heißen die ME-Kabel? Ja, heißen sie immer noch. Ne, oder Fluis-Kabel, ne? Glaskabel. Covered-Kabel. Ne, genau das. Ja. Genau das normale Fluis-Kabel. Oh ne, das. Hier kann man die Farbe abwaschen. Wie dämlich. Oh oh. Unsere Charges gehen vor die Hunde. Schade. Ja, müssen wir wohl tun. Müssen wir wohl tun. Ja, okay. Vielleicht nicht auf unsere anderen Sachen werfen, aber die können erstmal schön wachsen hier. Oh ja. Schön. Brotmampfen, dann hätten wir jetzt schon mal die Flux-Dingens für die Kabel und dann wäre es das eigentlich jetzt gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann machen wir das nächste Mal weiter und schaut in Innovativity rein, wie schon gesagt, wenn ihr da Lust drauf habt, denn wir machen auch tatsächlich was interessant ist zum Ansehen, sondern nicht nur schwackige Sachen, obwohl die Schwackigkeit auch nicht zu kurz kommt. Also wer das deswegen guckt, der wird eigentlich auch nicht enttäuscht werden, sagen wir es mal so. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alt Effect 3 oder eher Innovativity 5, denn das kommt in 2 Tagen. Und dann sieht man sich dann wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.